Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei uns auf dem Konfig-Kanal. Es geht weiter und wir sind hier weiter auf Taranis, im Wald von Taranis. Und erkunden weiter diese wunderschöne Insel und diesen wunderschönen Wald. Und ein Drachensnapper, natürlich. So, wir sind tatsächlich in diesem Part so ein bisschen ohne Ziel erstmal. Ich möchte erstmal die Region hier ein bisschen erkunden. Also hier so diesen Umkreis hier. Und dann werden wir uns irgendwann, wenn wir damit fertig sind, einer Quest mal wieder widmen. Und jetzt sind wir hier schon beim Panther angelangt. Ah, das ist ein Luchs, okay. Sah aus wie ein Panther, weil er so schwarz ist, aber gibt ja auch einen schwarzen Luchs. Vielleicht ist auch einfach nur so dunkel gerade, weil es Nacht ist. Hat er denn was bewacht? Ja, eine Blutwurzel. Na, immerhin. Huch. So. Mehr aber nicht. Da waren wir schon, dann gehen wir mal hier weiter. Die Frösche sind auch geil, der Sound. Ja, Taranis ist eine sehr sumpfige Insel, ne? Ein sehr sumpfbelassen. Hallo Scavenger. Guten Morgen. Nee, das war eigentlich kein Kampf. So. Jetzt wollen wir hier mal gucken. Waren wir hier schon? Nein, hier liegt eine Beere noch. Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Vor allem noch eine lebende Ente. Also wie gesagt, ich weiß, das ist nicht cool. Und wie kann man nur die Enten und die Goethe-Tiere töten, die tun dir ja nichts, aber es bringt halt pro Ding 10 Ruhm und es gibt so viele davon und 10 davon sind halt schon 100 Ruhm. Und ich möchte tatsächlich, so gut es geht, jeden Ruhm mitnehmen und hier ist wieder ein Luchs. Moin Luxi. Echt nah, Magier da. So, da war der Counter-Angriff wieder. So. Was gibt es hier? Irgendwie nicht so viel Interessantes gerade, ne? Waren wir hier schon? Doch, hier sind wir auch damals. Doch, hier sind wir damals lang gegangen, ne? Hui. Hier oben? Gibt es hier irgendwas Cooles? Ne, sieht nicht so aus. Dann geht's hier unten weiter. Aber auch wenn das ein bisschen weh tut. Geht's trotzdem hier unten weiter und weiter in den Wald. Hier sieht alles so gleich aus. Ist gar nicht so leicht zu sehen, was wir schon erkundet haben und was nicht. Okay, da oben, das hat sich ziemlich eklig angehört. Als wenn da irgendwas frisst. Das hat sich super eklig angehört. Da ist noch ein Kräuter. Da ist noch ein Scavenger. Ist der schon tot? Nein. Also waren wir hier auch noch nicht. Das ist sehr schön. Da ist eine Beere. So. Und da ist ein Alligator. Ist klar. Gut, dass hier manche Monster echt schlafen. Also man kann nachts hier guten Vorteil haben. Aua, der macht ganz schön Damage. Komm, ich trink mal, weil ich es kann. 1, 2, 3. Trink mal einen rum, weil wir es können. Und was ist das hier? Was ist das hier für ein cooles System? Hier ist auf jeden Fall eine Ente drin. Oh, und da kommen wir zu einem Leviathan. Nennen wir es Leviathan. Ich glaube, es ist eher ein Sumpfgolem. Aber bevor wir da reingehen, will ich tatsächlich mal da weiterlaufen nehmen. Obwohl, dann kommen wir da wahrscheinlich nicht mehr hin. Wir nehmen das jetzt einfach hier mit. Wir gehen jetzt einfach mal nach Gefühl. Moin, Sumpfgolem. Ja, ja, mach du mal hier einen auf dick. Könntest du nicht.
das meine ich, die sehen cool aus, die sehen bedrohlich aus, aber wir können die halt einfach tot spammen. Ja, so episch ist das eigentlich nicht gegen die. Schade eigentlich, schade eigentlich. Könnten ein bisschen stärker sein. Sollten jetzt auch nicht ultra nerven, aber könnten halt ein bisschen stärker sein. Nee, dich wollte ich eigentlich nicht ansprechen, Horas. Und dann gehen wir mal auf den Alligator hier, aua. Der ganz schön Damage macht. Au, Alter, holy shit, ja, chill deine Cops, ey. Na komm. Sehr schön. Natürlich war das ein Kampf. Aber es wird ja auch nicht der letzte Kampf gewesen sein, oder? Hier wird es doch nicht nur... Alligatoren finde ich tatsächlich am nervigsten. Von den Gegnern. Halten viel aus, machen viel Damage. Sind recht unangenehm. Teilweise. Vor allem Kräuter möchte ich nicht übersehen. Wo geht's denn hier überall lang? Oh, hier ist wieder ein Lux. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn bitte jetzt hier gelandet? Das ist jetzt hier links vom Dingens, ne? Ja, nee, hier will ich erstmal noch gar nicht hin. Ab zurück. Zurück hier in den Sumpf. Horas. Okay, hier waren wir schon. Dann laufen wir mal zurück ins Wasser. Jawohl. So. Was gibt es hier? Hier oben, ach, das war dann also doch der Drachensnapper, den ich hier gehört habe. Alles klar. Da ist der Wichser. Drachensnapper und Alligatoren sind nervig und gemein. Ganz schön fiese Gegner. Also, hat der hier irgendwas bewacht? Ah, hier können wir nämlich noch einen hohlen Baumstamm hochrennen. Und da ist eine Ratte. Sorry dafür. Und dann steht hier auf einmal ein Lux, der hier schläft. Und da hinten ist noch ein Sumpfgolem. Erstmal kümmern wir uns um den hier. Holy shit, was für ein Gebiet. Hier gibt's oben, unten, hier gibt's ja alles. Cool gemacht. Ah, jetzt sind wir wieder hier, ne? Ja, Tatsache. Ah, das war der Lux, den wir da letztes Mal gesehen haben, alles klar. Dann haben wir den ja jetzt auch. Dann wollen wir mal hier auf den Sumpfgolem. Gucken, was der kann. Und was der bewacht vor allem. Hier in der Ecke, ganz alleine. Epische Schlacht. Nur die Frage ist, hat der was bewacht? Der hat wirklich nichts bewacht. Der ist hier einfach in der Ecke. Hier gibt es nicht mal ein Kräuterchen oder so. Das ist belastend. Ja, hier gibt es nichts. Kann ich glaube ich noch 20 Mal im Kreis rennen. Hier wird auch nichts spawnen. Es wird wieder hell, ne? Ja, es wird definitiv wieder heller. Und dann laufen wir mal wieder den hohlen Baumstamm runter. Weil da oben waren wir ja schon überall. Schauen wir mal, wo uns der Weg wieder hier hinführt in diesem Sumpflabyrinth oder was auch immer das sein soll. Ah, hier haben wir noch eine Geisterblume. Fast vergessen. So, und jetzt weiß ich nicht, wo wir schon überall waren.
Sieht so aus, als wären wir hier schon gewesen. So, da waren wir noch nicht, ne? Vielleicht sollten wir uns mal in die Richtung irgendwie halten. Okay, da hört sich's nach Sounds an. Hier scheinen wir noch nicht gewesen zu sein. Hier wollte ich erstmal wieder hin, genau. Hier in dem Gebiet. Ich glaube, hier haben wir auch noch nicht alles. So. Genau, hier haben wir angefangen und dann gibt es dann nämlich noch die andere Seite. Da gibt es doch noch die Seite da hinten. Und hier können wir auch noch hoch. Und Kobolde? What the fuck? Das war ein Kampf. Alles klar, und wir setzen einfach mal hier einen random einzelnen Kobold hin, weil man es kann. Pff. Warum auch immer da ein einzelner Kobold ist. So. Hier ziehen wir uns weiter hoch. Jetzt sind wir wo? Ja, doch, hier wollte ich hin. Genau hier wollte ich doch hin. Und da brennt ein Feuer. Ist ein gutes Zeichen eigentlich immer. Ja, ist sogar wirklich ein gutes Zeichen. Hauen wir die Spinne da mal eben um. Spinnen. Ja, ich mag Spinnen auch nicht. Oh, hier ist eine Höhle. Ui. Aber wir reden erstmal mit den Typen da oben. Und der sah aus entweder wie ein Wächter, also wie Magier, und eine Waldspinne auf einmal, okay. Oder wie ein Dämonenjäger. Aus der Ferne aber auch noch. Kann sein, dass ihr euch gleich denkt, was? Aber für mich sah der gerade so ein bisschen aus. Entweder wie ein Wächter oder wie ein Dämonenjäger. Ah? Könnte ein Dämonenjäger sein. Baumwürger. Und hier ist eine tote Feldspinne, alles klar. Was ist denn mit deinem Baumwürger? Haben wir schon mal einen Baumwürger gehabt? Tatsache haben wir schon Einfluss plus zwei. Okay, Truhe erstmal öffnen. Unsere Truhe. Zack, zack. So, oh, die Rune der Stärke. Alter, hier gibt's viele Runen. Das ist doch ein Dämonjäger, der Boy, oder? Oh, hier ist sogar ein Wasserfass. Geil. Der sieht aus wie ein Dämonenjäger. Wer bist du, Kumpel? Wer bist du? Und altes Wissen haben wir ja auch. Nice. Wir nehmen dir mal alles weg. Sharp. Nein, nein, nein. Und verklickt. Und schon sind wir wieder... Ernsthaft jetzt, Mara? Was soll das denn? Was will ich denn mit der? Noch irgendwo mehr Seelenstaub hier in der Nähe. Oh mein Gott. Oh, was ist es, dass es sich wagt, mich anzusprechen? Kriech wieder unter deinen Stein, Mensch. Du musst ja eine ganz wichtige Person gewesen sein. Person? Hat es etwa Person gesagt? Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich das auf der Stelle erledigen. Also besser für dich, wenn du wieder verschwindest. Hey, einen Moment noch. Oh. Ich glaube, ich darf da nicht immer so aggressiv sein. Kann ich nochmal? Wo habe ich denn letztes Mal gequicksaved? Gequick... Ja, gespeichert. Ah. Ich glaube, ich sollte mal netter in den Gesprächen sein, ne? Ich möchte nochmal mit Mara sprechen. Ich möchte die Option abwägen. Die Optionen. Oh, was ist denn? Ja, ja. Mach nicht so einen Wind. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Glaubst du, ja? Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht schon tot wärst, also... Hey! Okay, dann machen wir das andere nochmal. Ich will gucken, ob sich da irgendwas ändert oder ob das immer aufs selbe hinausläuft.
So, ja, ganz aua, aua, aua. Seelenstaub, noch mehr Seelenstaub und hallo Mara. Oh, was ist Krieg? Chill. Ich bin ja gleich wieder weg. Dann aber schnell. Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht als... Hey! Alles klar. Es läuft aufs Gleiche hinaus. Dann reden wir mal hier mit unserem guten Kumpel Sharp. Schau an. Hätte nicht gedacht, dass ich hier auf einen lebenden Menschen treffe. Ich bin Sharp. Und du bist? Nur ein Reisender. Mehr brauche ich nicht zu wissen, hm? Mir gefällt deine Einstellung. Was bist du? Noch nie einen Dämonenjäger gesehen, was? Doch. Wir haben unseren Hauptsitz auf Kalador. Du solltest mal bei uns vorbeischauen. Wer weiß, vielleicht schließt du dich ja lieber uns an, anstatt den Magiern hier auf Taranis, meine ich. Was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach einer legendären Klinge. Schon mal was vom Knochenschleifer gehört? Diese Klinge ist legendär für ihre Schärfe. Zumindest war sie das mal. Keine Ahnung, wie ihr Zustand heute ist. Nur leider komme ich nicht an sie heran. Okay. Brauchst du Hilfe? Die Klinge, die ich suche, befindet sich in der Höhle hier ganz in der Nähe. Ich weiß, dass sie da drin ist. Der einzige Ort, den ich da drin noch nicht erkundet habe, befindet sich hinter einem Abgrund. Man müsste schon fliegen können, um dort hinüberzukommen. Wenn du es schaffst, an die Klinge heranzukommen, würde ich dich ordentlich belohnen. Man müsste fliegen können. Ich werde die Klinge für dich holen. Wenn du glaubst, du schaffst das, bitte sehr. Wenn du die Höhle betrittst, halte dich immer rechts. Dann stößt du ganz schnell auf den Abgrund, von dem ich gesprochen habe. Dahinter müsste sich die Klinge befinden. Ich habe aber keine Ahnung, wie man darüber kommen soll. Ich krieg das schon irgendwie hin. Okay. Wie bist du hierher gekommen? Tja, das fragst du dich, hm? So ganz ohne den halben Wald vorher auslöschen zu müssen? Das ist die Kunst des Schleichens, mein Freund. Wenn du weißt, wie du aufzutreten hast und auf was du achten musst, dann hört dich nicht mal ein Luchs. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Sei vorsichtig hier in der Gegend. Anscheinend haben wir schon viel gelernt. Aber ja, ich glaube manchmal, also ich glaube, man merkt, dass man hier auch hätte als erstes hinfahren können. Wir lernen hier ein paar Dinge, die wir schon längst kennen. Sowas wie Papageienflug und so. Das ist natürlich interessant. Wir hätten natürlich auch hier zuerst auf die Insel gehen können. Und hier die Sachen lernen können. So, wir sollen uns hier ja rechts halten. Dann kommen wir schnell zum Abgrund. Natürlich werden wir links auch noch erkunden, aber wir machen erstmal hier rechts weiter. Und dann treffen wir hier auf Dunkeldürrer. Alles klar, und Dunkeldürrer Party hier. Drei auf einmal. Warum auch nicht? Die sind ja überhaupt nicht gefährlich geworden hier in Risen 3. Von hinten eingekreist werden ist nicht gut. Komm, den einen hier schnell downkriegen. Wir kämpfen gut heute. Doch, das war schon härter, lieber Horst. Wo ist denn den anderen hingepfeffert? Da. So viel Schrot haben wir auch gar nicht mehr, ne? So, wir sollen uns immer rechts halten. Und da wird wahrscheinlich... natürlich. Natürlich. Nee, da darf ich da runterfallen. Nein. Okay, immerhin die Jägerwurzel erhalten. Hui. Nein, ich hab mich nicht erschrocken. Weil die Astralsicht sollte ja manchmal helfen. Tja. So, hier ist auch kein Erz irgendwie zum Abbauen. So, da drüben soll die sein. Okay. Ich werde lieber hier warten. Naja, warte du mal hier. Die sollte ich auch so hinkriegen. Horace schließt sich dir an. Bleib mal da drüben, Horace. Mein Freundchen. Ich mach das eben alleine hier. Nein. Kann man da runter? Moment, würde man da sterben? Ah. Okay, vielleicht kommen wir da ja auch noch irgendwie hin. Sonst lassen wir uns hier dann auch mal irgendwann runterfallen.
aber jetzt ziehen wir uns hier hoch und holen uns die Klinge. Ich hoffe, der hat uns nicht verarscht. Aber hier sind ja auch erstmal gerade nur Riesenratten. Die sind ja jetzt noch wirklich nicht so gefährlich, wie ich finde. Und wo soll jetzt diese verdammte Klinge sein? Können wir die mal markieren? Da, aus vergessenen Tagen. Oh, wir laufen straight drauf zu. Wie es ausschaut. Hui, 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 hui. Okay. Oh. Knochenschleifer. Und irgendwer oder irgendwas schläft hier noch. Da unten wahrscheinlich die Riesenratte. Knochenschleifer. Das Schwert im Stein. Knochenschleifer erhalten. Was kann der? Das sah aus wie ein Dolch. Knochenschleifer. Holy shit. Das ist eine Hiebwaffe. 30 bis 80. Okay. Soll ich mich da einfach mal runterfallen lassen? Ich weiß nicht. Komm. Ich weiß nicht, ob wir da anders sonst hinkommen. John war der härteste Kerl, den ich je kennenlernte. Wenn er sich mit einem Oger anlegte, trug er immer diesen Gürtel. Kaum zerbrach die Schnalle, wurde er erschlagen. Wir legten den... Machen wir sofort, aber erstmal, ich glaube, hier kommen wir noch safe hin. Ich kämpfe einfach jetzt mal hier in der Höhle mit dem Knochenschleifer. Und ich will jetzt erstmal zu Horace wieder. Und da unten kommen wir safe irgendwie hin, also bin ich mir sehr sicher. Aber fliegen wir erstmal zu Horace wieder zurück und dann geht's weiter. Naja, warte du mal. Ich komme! Ja. Und wir machen einen kleinen Cut für diesen Part. Für diesen Part war es das erstmal. Wir werden im nächsten Part die Höhle hier zu Ende erkunden oder weiter erkunden, je nachdem wie groß sie ist. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start, Freunde. Bis dahin, haut rein und ciao.